Hallo, liebe User. Mein Name ist Manfred Karpate und ich begrüße Sie zu den GBN, den Glasauge Breaking News. Blicken Sie mit uns zurück auf ein Jahr voller Emotionen, Sensationen und unglaublicher Entdeckungen. So begann das Jahr gleich mit einem Paukenschlag. Der Nokia-Konzern handelte im Januar 2008 endlich einmal konsequent ökonomisch und schloss sein Werk in Bochum, da rumänische Wanderarbeiter die Arbeit deutlich günstiger erledigen. Aus Protest telefonierten einige Politiker 2 Tage lang nicht mit Nokia-Handys. Das ist eine Firma, die offensichtlich gar nicht genug kriegen kann. Deshalb Schulter an Schulter, Seite an Seite werden wir dafür eintreten, dass diese Firma nicht die, die für sie arbeiten, mit Füßen dreht. Gleich darauf gab es im Februar noch eine ökonomische Optimierung. Der allseits beliebte Postchef und Menschenfreund Professor Klaus Zumwinkel geriet mit zahlreichen anderen, nicht mal schlecht verdienenden Menschen, in den Verdacht, Steuern hinterzogen zu haben. Niemand hätte das dem Mann zugetraut, dem Gemeinwohl und Arbeitsplätze stets vor Profit gegangen waren. Viele Menschen weinten und verbrannten ihre kleinen Zumwinkel-Altäre, an denen sie bisher zu einer Wirtschaft mit menschlichem Antlitz gebetet hatten. Im März konnte auch beim Discounter Lidl ein deutlicher Hang zur Effizienzoptimierung beobachtet werden. Die vorbildliche Überwachung seiner schlecht bezahlten Mitarbeiter garantierte dem sympathischen Immobilienkonzern eine kostenlose Werbekampagne. Größen des Showbiz wie ein Freddie Mercury-Double aus Las Vegas sangen für Lidl. Du machst einen scheiß Job für Niedriglohn, du hast einen AG als Mann und einen Nazi zum Sohn. Kontrolle muss sein, du faules Schwein. Lächel bitte freundlich in die Kamera hinein. Sing we will watch you. Manche hielten es zunächst für einen April-Scherz, aber im Frühling 2008 wütete erst das Orkantief Emma, benannt nach der gleichnamigen Zeitschrift über Deutschland. Dann schrieb sich Charlotte Roche mit einem Buch über Hämorrhoiden, Vaginalpilze und die gute deutsche Kleinfamilie für 29 Wochen an die Spitze der Bestsellerlisten. Kanzlerin Merkel wollte bei so viel weiblicher Wucht nicht zurückstehen und präsentierte sich als deutsches Busenwunder. Ende Mai bewies dann ein Ermittlungsverfahren gegen die Telekom, dass man auch dort seit langem an der ökonomischen Optimierung arbeitet. Die Bespitzelung von Führungskräften und Journalisten sollte dem ehemaligen Monopolisten ein leichteres Spiel bei der frohen Hatz nach Marktanteilen bescheren. Zur Sicherheit wurden auch vom kleinen Mann Vorgänge angelegt. GBN konnte beweisen, wie Heinz Paschke aus Kreuzberg seinen Job verlor, weil er sich über den Service der Telekom beschwerte. Kostet der Telekom, Müller, mein Name, was kann ich für Sie tun? Paschke hier, versuch seit Stunden hier durchzukommen, was ist denn für ein Saftladen, was soll denn? Ich hab da eine Ewigkeit, ich hab hier ein Problem, ich möchte mal geholfen werden oder was kann da wohl nicht? Den Sicherheitschef bitte. Knucke, der beschwert sich ein Querulant aus Berlin-Kreuzberg über unseren Service. Legen Sie gleich einen Vorgang an, bitte, ja? Vorgang. Derartige Querulanten, die haben in unserer Leistungsgesellschaft nichts verloren, Knucke. Der soll sofort seinen Job verlieren, dass das mal klar ist, ja? Im Juni beginnen die Benzinpreise zu steigen, aber das macht nichts, denn Bundeskanzlerin Merkel freut sich mit den Deutschen über den Wirtschaftsaufschwung. Fast täglich gibt es positive Meldungen aus der deutschen Wirtschaft. Echt? Arbeitslosenzahlen sind gesunken. Na super. Wenn wir alle anpacken, wenn wir uns alle anstrengen, oh nee, dann kann Deutschland eine Lokomotive für Europa sein. Oh, was ein Stress. In einem kurz darauf von mir geführten Interview erläutert Merkel die Gründe für die hervorragenden Perspektiven der deutschen Wirtschaft. Frau Merkel, was sind die Ursachen für den deutschen Wirtschaftsaufschwung? Seit einem Jahr haben wir uns einem Dreiklang verschrieben. Sanieren, reformieren, investieren. Ab wie bitte? Sanieren, reformieren, investieren. Planieren, deformieren, intrigieren. Sanieren, informieren, reinvestieren. Am 5. Juli glückt endlich ein Attentat auf Adolf Hitler. Im Berliner Madame Tussauds Wachsmuseum reißt ein ehemaliger Polizist dem ehemaligen Führer den Kopf ab, der in der Wachsküche aber wieder angegossen wird. Mysteriöserweise wurde in der Zwischenzeit ein hitlerähnlicher Verkäufer in der Thorsteiner Modeboutique Tonsberg in Berlin-Mitte gefilmt. Was halten Sie von den Vorwürfen, dass hier von rechten Menschen für Rechte verkauft wird? Diese Vorwürfe sind vollkommen absurd. Wir sind hier in der Mitte, in Berlin-Mitte, und ich orientiere mich auch in der politischen Mitte. Was ist das? Ist der Oberall Odin. Das ist der neue im Programm, der ist für den Sommer, für den Herren. Das wird in China produziert und es wird von Näherinnen im brandenburgischen Dorf Gold so verfeinert mit nordischen Stickereien. Im August eröffnet China die Olympischen Spiele 2008. Obwohl sich das Internationale Olympische Komitee mit der Volksrepublik eine lupenreine Demokratie als Austragungsland der Spiele erwählt hat, protestiert der Dalai Lama-Freund Roland Koch
Koch, indem er schwört, nie wieder in seinem Leben Hund zu essen. Nee, da möchte ich Zeichen setzen. Also weder Labrador noch Goldretriever noch Pudel, das esse ich alles nicht. Das ist ein Zeichen des Boykotts. Im September wieder eine Sensation. Die CSU verliert erstmals bei Wahlen in Bayern die absolute Mehrheit. Experten machen den Wahlwerbespot der CSU für das Debakel verantwortlich. Glasauge präsentiert noch einmal Ausschnitte aus dem fatalen Clip. Der Himmel ist weiß-blau, alles fühlt sich hier so frei an. Wir sind stolz auf Bayern. Spätestens im Oktober erreichen die Benzinpreise dann ungeahnte Höhen. Der ADAC ruft in seiner monatlich erscheinenden Postille zum Volksaufstand auf, ist damit aber eine Woche später nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Denn die Lehman Brothers reißen die Welt in den Abgrund und als glücklichen Nebeneffekt auch die Benzinpreise. Die schwerste Rezession seit Ausbruch der Pest in Augsburg 1390 nach Christus beginnt. Das sonst eher zurückhaltende Bildermagazin Der Spiegel vermutet das Ende des Kapitalismus. Kapitalismus ist, oder wie müsste das eigentlich heißen? Das ist, glaube ich, falsch geschrieben. Ja, aber es ist egal, Manfred. Lies mal weiter. Gut, also. Die Bundesregierung beschließt ein 500 Milliarden Euro Rettungspaket für die Finanzbranche, verlangt dafür aber eine Begrenzung der Managergehälter auf 1,4 Millionen Euro netto pro Jahr und eine symbolische Mitsprache bei politischen Entscheidungen. Viele Bürger zeigen sich beruhigt, so auch Volker Thunderfonds Wuttke aus Neukölln. Ja, man muss doch mal was tun. Viele haben Angst, das ist ein Problem. Im November entscheiden sich die US-Bürger erstmals in der Geschichte ihres Landes dafür, einem Neger das höchste repräsentative Amt anzuvertrauen. Barack Obama verspricht der schwarzen Bevölkerung der USA unter der Parole Yes, we can gleiche Rechte wie den Weißen, wenn sie sich wie er doppelt so sehr anstrengen wie diese. Auf die Fragen unserer Redaktion antwortete der jugendliche Sympathieträger kurz nach der Wahl noch etwas verhalten. Es geht doch nicht nur ums Aussehen, sondern auch um die Inhalte. Also die Todesstrafe zum Beispiel. Obama sagt, dieser Mann ist ein bisschen zu unchanged für mich. Es ist schwer zu übersetzen. Er möchte gerne das Interview abbrechen. Aber seien wir ehrlich, das alles interessiert die Deutschen nicht wirklich. Erst im Dezember kommt es zu der Sensation, die Deutschland bewegt. In der ökonomisch am besten optimierten TV-Sendung seit der Erfindung von RTL erobert der alleinstehende Bauer Max mit einem Nasenflöten-Solo in Uri Gellers neuer Talentshow Deutschland sucht den Scharlatan die Herzen des Publikums. Wir haben den Glückspilz live bei uns in der Sendung. Ja, einen wunderschönen guten Tag hier bei uns im Studio, jetzt Herr Max. Sie haben einen weiten Weg auf sich genommen und wollen Sie sich vielleicht ganz kurz einmal unserem Publikum vorstellen? Ich bin der Max Wipperfurt aus Much, das ist in der Nähe von Köln. Bin gelernter Landwirt und habe da... Das ist sehr interessant, dass Sie jetzt auch bei uns im Studio sind. Wollen Sie vielleicht ganz kurz auch nochmal dem Publikum erzählen, wie kam es bei Ihnen als Bauer dazu, jetzt die Inspiration in Bezug auf die Nasenflöte zu empfinden? Ich habe gesehen, Deutschland sucht den Superstar mit dem sehbehinderten Hartz-IV-Mann und das ging ja... und ich suche ja eine Frau zum Putzen als Melkfrau, Koch und wollte meine wirtschaftliche Situation verbessern. Ich habe erst einen Politsong gemacht, ob Obama aber über Oberammergau oder aber ob Obama über Unterammergau oder aber ob Obama aber gar nicht kommt. Das ist nicht gewiss. Ja. Und dann habe ich erst mit den Nasenflöten angefangen und ich... Stichwort Nasenflöte, wollen Sie uns vielleicht ganz kurz noch einmal etwas vorspielen aus Ihrem Nasenflötenrepertoire? Ich habe die Flöte immer bei, ich habe auch im Zug geübt auf jeden Fahrt. Und klar, hier. Bin jetzt natürlich aufgeregt, ne? Bauer sucht Frau. Komm doch, du Sau. Sehr schön, vielen Dank. Bauer sucht Frau. Danke, komm doch, du Sau. Das war sehr schön. Und gut, ja. Liebe User, das war das Jahr 2008 hier bei Ihren GBN. Ich wurde eingekleidet von der Modefirma Feschak aus Polski-Potok. Moda Predamia Pani, preiswert und seltsam. Schalten Sie nächstes Jahr wieder zu, wenn es bei uns heißt Schneller, Besser, GBN und nun ein besinnliches Fest und guten Rutsch.